Guten Abend. Ja, alle drehen ein bisschen durch und Marvin sagt einfach Hallo. Fun Fact: Das Konfetti hier gab es auf der Wii U-Version noch nicht. Das haben die hinzugefügt. Das ist ein Deluxe-Grafik-Feature. Guck mal auf die Wii U-Version, da gibt's das nicht. Es ist insane. Die Leistung der Switch wird komplett ausgekostet. Die Wii U hat einfach hätte zu sehr geleckt. Das ging einfach nicht. Die wäre sofort explodiert. Ja, deswegen gibt's auch keine, wie heißen die Dinger? Keine Lens-Flares. In Breath of the Wild auf der Wii U. Nur auf der Switch. Irgendeinen grafischen Lichteffekt gibt's auf der Wii U-Version nicht. Den man niemals bemerken würde, aber. Naja, Changelog. Zweites Itemfenster wurde hinzugefügt. 10 neue Kampfarenen, Konfetti am Start und geht's hier über diese Piste hinzugefügt. Nicht nur hier, nicht nur hier. Das ist auf vielen Strecken. Ich glaube, bei Marios Piste auch. Bei Marios, beim Mario Kart Stadion weiß ich gerade gar nicht genau. Aber gibt's auf mehreren Strecken dieses Konfettis. Nicht nur hier. Müsst ihr mal drauf achten, Leute. Wäre gerade irgendwie random wieder aufgefallen. Ich habe leichte Panikattacken gerade, weil das ein Franzose ist. Oh, ich habe noch einen. Ah, ich behalte das lieber mal. Ich krieg den, glaube ich, eh nicht mehr. Nope. Ich habe gerade Nahrung zu mir genommen. Ich habe vor einer Stunde Nahrung zu mir genommen. Ungefähr. Dann war ich duschen und jetzt bin ich hier. Das Ding ist, ich habe mir jetzt die letzten 2 Tage viel mehr Stress gemacht wegen dieser Probeprüfung morgen, als für die richtige Prüfung am Mittwoch, weil ich dafür ja noch viel länger Zeit habe und ich wollte mich halt morgen nicht komplett blamieren. Der innere Ehrgeiz in mir kam da mal durch. Und als ich dann gemerkt habe, dass ich noch ziemlich viel aufzuholen habe, habe ich gedacht, ah, Bruder. Deswegen habe ich jetzt mir gestern und heute sehr viel Stress gemacht. Aber Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag habe ich dann noch Zeit. Ich möchte eigentlich bis morgen die Hälfte, 60%, mal gucken. Dann habe ich für die restlichen 50-40% noch 4 Tage Zeit. Das ist easy, locker möglich. Auch wenn es fucking viel ist, aber wenn ich halt nichts anderes mache, geht das schon. Inzwischen wurde auch bekannt gegeben, dass das Wintersemester wahrscheinlich, also definitiv online abläuft. Ja, im Gegensatz zu diesem Rennen, das nicht online abläuft. Ist bei uns halt auch so. Und ich habe ehrlich selten weniger Bock auf irgendwas gehabt. Das Online-Semester ist jetzt nicht, ich meine, es ist jetzt gerade die letzte Woche, ne? Mal so als Info. Dann ab nächster Woche sind Semesterferien in ganz, ganz großen Anführungszeichen die Ferien. Also es sind keine Ferien, das heißt nicht mal wirklich so, aber alle nennen es irgendwie so. Wird auch nochmal lustig, aber um schon mal so ein Fazit daraus zu ziehen möglicherweise, es gibt schlimmere Dinge als ein Online-Semester. Und ich wüsste auch nicht, wie man es hätte sonst machen sollen. Einfach kein Semester stattfinden lassen, what the hell? Wäre ja absolut keine Option gewesen. Aber ich sag mal, der Gedanke, dass es nächstes Semester nochmal genauso weitergeht, es ermüdet mich jetzt schon so sehr. Und dementsprechend bin ich sehr froh, dass ein Blick in meinen bisher feststehenden Stundenplan fürs kommende Semester mir zeigt, dass es um 400 Millionen Prozent entspannter wird. Ich habe in den Ferien noch ein paar, ja, ich hab noch eine Klausur irgendwann und ich habe 2 oder 3 Hausarbeiten. Also theoretisch sogar eigentlich 4, wenn ich eine nachhole, die ich eigentlich schon ewig aufgeschoben habe. Aber mal gucken, ob das klappt. Ich habe aktuell, habe ich in meinem Plan, um Gottes Willen, 10 Kurse, genau. Und im kommenden Semester habe ich bisher 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da kommen noch wahrscheinlich 1, 2 dazu, so, aber es sind trotzdem, ich werde auf jeden Fall weniger haben. Es wird auf jeden Fall deutlich entspannter werden. Das ist schon mal ganz nett. Ich möchte wieder zur Uni. Ich brauche die Mensa. Brauche das in meinem Leben. Online-Praktikum wieder. Ein Online-Praktikum, what the hell? Was, das ist so ein Widerspruch in sich irgendwie. Es sei denn, du machst ein Praktikum bei der IT. Ich meine, ja, wie willst du es sonst machen, aber. Also ich wüsste auch nicht, wie man es alternativ machen soll. Die Alternative wäre, man öffnet die Unis wieder und alle sterben. Da habe ich jetzt auch eher so Semi-Bock drauf. Wissen wir das Online-Auslandssemester, ja. Das Online-Auslandssemester, ich bin mal sehr gespannt. Ich habe es jetzt ja verschoben auf den Februar. Ich mache das im Februar sowieso, das Semester. Ich werde es nicht nochmal verschieben. Mal gucken, ob ich dann überhaupt losfahren darf oder ob das dann auch nur online ist, wie dann die Situation ist im Februar. Weil nach meiner Prediction haben wir da ja noch keinen Impfstoff. Mal gucken. Andererseits können auch jetzt Deutsche auf den Ballermann. Also kann ich auch dann hoffentlich auch nach Tallinn, Alter. Was ist das denn? Das wäre noch bekloppter. Weißt du, Leute können da fett Party machen und scheißen auf alles. Und ich dürfte dann nicht nach Tallinn oder was? Ja, moin. Ja, die Bilder vom Ballermann sind bestimmt auch Extrembeispiele, so klar. Aber man denkt sich halt schon so, Jungs, was ist mit euch? Es nimmt auch keinen Arsch diese Maske ernst. Nee, es gibt halt Berichte von Mallorca, wo Leute ausgelacht wurden, weil sie da halt langgelaufen sind mit einer Maske. Weil die meisten Leute sich denken, ich bin hier zum Party machen und zum Saufen, Alter, geh mir weg mit dem Mist. Klar ist das nicht so geil, das zu saufen, wenn man eine Maske trägt. Aber Bruder, wir haben eine Pandemie hier. Wäre vielleicht zu generell, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, da jetzt eine Party zu machen, ehrlich gesagt. Aber gut, das bin ja auch nur ich. Ich bin ja auch manchmal ein bisschen spießerisch und allmählich. Warum hat Japan trotz vielen Lockdowns und durch der Bevölkerung so wenig Fälle? Das kriegt jeder eine Maske. Komisch, aber auch schon ewig, ne? Die haben generell weniger Probleme mit irgendwelchen Grippewellen und all so ein Kram, haben die weniger. Die sind auch immer sehr vorsichtig bei der Einreise mit Krankheiten und so. Die sind da sehr hygienisch unterwegs. Die Menschen sind die meistentwickelten oder am höchsten entwickelte Lebensform ever und machen so eine Scheiße die ganze Zeit. Es ist, ja, ob die Maske was bringt, man weiß es nicht. Ach Mann, ey, so dumme Menschen. Hallo Homepage, ne? Sagen ja bloß die ganzen Experten auch, aber die wissen ja nichts. Ja, das habe ich auch gesehen, Penny, dieses Bild.
Wear a mask or go to jail, fand ich geil. Von 1918, ey. Da hatten die Leute ganz andere Probleme. Die waren, ich weiß nicht, ob die Grippe, die hittete ja, glaube ich, gegen Ende des Krieges, ne? Da hatten die ganz, ganz andere Probleme. Dachten sich ja, scheißegal, wir müssen das trotzdem machen. 100 Jahre später so, meine Freiheit. Meine Fresse, ey. Wear a mask or go to jail. Hätte man jetzt auch mal machen können. War es nicht in Frankreich so, dass da ein Busfahrer so schwer zusammengeschlagen wurde, dass er gestorben ist, weil er Leuten gesagt hat, sie sollen sich eine vergammelte Maske aufsetzen, als sie in den Bus wollten? Was ist denn das? Wie kann man, ja genau, Maske aufsetzen ist unmenschlich, unglaublich, gegen die Freiheit. Busfahrer zusammenschlagen, ja klar, völlig gerechtfertigt, weil er seinen Job macht. Ja, und die Top-Antwort, genau, das waren mit bestimmt die Ausländer wieder. Mhm, klar. So wie in Stuttgart, ne? Mhm. Ich war dabei nicht schockiert, weil mittlerweile schockiert mich nichts mehr. Wenn ich diese Nachrichten lese, denke ich mir immer, ja, passt zu meinem Bild der Menschheit, ohne Spaß. Also ich behaupte nicht, dass ich irgendwie überdurchschnittlich schlau wäre oder so. Aber es gibt Dinge, da denke ich mir, wie blöd sind eigentlich Menschen manchmal. Also wirklich jetzt. Ich meine, ich mache ja auch manchmal dumme Scheiße, aber wie kann man sich denn so sehr der Wahrheit entziehen? Stell dir vor, du fährst einfach entspannt Bus, dann kommt einer ohne Maske rein, du sagst ganz entspannt, dass er sich eine Maske ansetzen muss und jetzt einfach dein letzter Satz. Ja, das ist krank. So, ich meine, der hat ja auch nur seinen Job gemacht. So, da haben die Vorschriften, so wie hier, ne? Maskenpflicht in Bus und Bahn und an den unter- und überirdischen Haltestellen. Hier ist es aber auch so, wie gesagt, die Pflicht ist in dem Bus, in der Bahn und an den Haltestellen. Und da hält sich auch kein Mensch dran. Mit den Haltestellen meine ich jetzt. Also die meisten gehen aus der Bahn raus und setzen die instant ab. Und ich denke mir halt immer so, Leute, ganz ehrlich, die 20 Meter noch, bis ihr out of range seid, so. Wenn ihr da vor einer halben Stunde in der Bahn gesessen habt, oder ja gut, ja, oder 5 Minuten, whatever, scheißegal, dann könnt ihr doch auch noch kurz die letzten 20 Meter diese dumme Maske aufhaben, bis ihr out of range von anderen Personen seid, oder nicht? Oder auch wenn ihr, guck mal, hier ist auch Konfetti, auch wenn ihr durch die Innenstadt geht oder so, da habe ich dann auch eine auf. So, als ich neulich zum Friseur gegangen bin, hatte ich auch eine auf, die ganze Zeit. Weil warum nicht, Alter? Es ist viel aufwendiger für mich, die immer abzusetzen und aufzusetzen. Mit Brille und Kopfhörern und so, ist viel aufwendiger. Einfach auflassen, fertig. Oh, ich krieg keine Luft, dann lerne atmen, Alter, wenn du kein Asthma hast. Achso. Mann, ich glaube, viele Menschen sind auch irgendwie totale Mimosen geworden heutzutage. Also so, das habe ich öfter das Gefühl, dass viele Menschen sich über Dinge beschweren, die nicht beschwerenswert sind. Und die so sagen, oh mein Gott, wie schlimm ist XY? Und man denkt sich, hä, das ist doch, ja, es ist bewiesen, Marvin, ja. Das wurde schon im März oder so nachgewiesen oder im Mai oder was. Ich glaube, Leute sind wirklich dann davon überzeugt, dass sie weniger Luft bekommen, obwohl sie genauso viel Luft bekommen. Aber weil sie davon überzeugt sind, sind sie so, oh mein Gott. Und vor 100 Jahren, die Leute dachten sich, ja, alles klar, das müssen wir jetzt halt machen, fertig aus. Man braucht halt 2% mehr Energie, wenn man unter der Maske wärmer ist, sich dadurch schwerer anfühlt. Wow, 2% mehr Energie. Scheiße. Dadurch schützt man sich und andere. Boah, das wäre es mir nicht wert, du. 2% Energie? Puh. Ich wusste gar nicht, dass man auch an den Haltestellen eine Maske tragen muss. Aber trotzdem immer Abstand gehalten. Es ist vielleicht auch nicht bei euch so, aber hier ist es halt so. Hier gibt es immer die Durchsagen. Liebe Fahrgäste, bitte beachten Sie auch weiterhin die Maskenpflicht in Bus, Bahn und an den unter- und oberirdischen Haltestellen. So eine komische Computerstimme, die kann gar nicht reden. Sie schützen damit sich und ihre Mitmenschen. Generell so diese Computerstimme krüppelt teilweise so ab bei manchen Haltestellen, die kriegt es überhaupt nicht geschissen. Die kriegt zum Beispiel auch nicht hin, Linie 1 richtig zu sagen. Die sagt immer Linie 1 Richtung Johannes Stift Schild Ösche. Die kann gar nicht reden, die vergammelte Stimme. Und ich frage mich immer, warum man das dann gemacht hat mit dem Computer. Also dass man eine Computerstimme nutzt für solche spontanen Ansagen, dass dann nicht immer jemand irgendwie ins Tonstudio rennen muss oder whatever. Okay, aber für solche Sachen, die halt literally alle 5 Minuten abgespielt werden, hätte man doch auch einfach jemanden nehmen können, der das halt einspricht einmal. Das ist vernünftig. Linie 1. So Mist. Kann kein Mensch verstehen.